MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Karrieremodus mit dem FC Bayern München. Ja, in der letzten Partie haben wir nach einem sehr, sehr kampfreichen Spiel gegen Dortmund 3:2 gewonnen. Und jetzt stehen wir vor der Partie gegen Braunschweig. Die haben wir ja 1:0 verloren im Hinspiel. Und der Trainer, der sieht das irgendwie anders, weil der denkt nämlich irgendwie, es wäre unentschieden ausgegangen. Zuversichtlich nach Remis. Das macht gar keinen Sinn. Da war gar kein Unentschieden. Ihr hattet in der letzten Partie gewonnen. Und im DFB-Pokal habe ich dann 6:1 gewonnen. Also von daher macht das keinen Sinn. Wir starten auch direkt in die Partie. Ich verstehe das nämlich nicht so ganz, was der da jetzt von mir wollte. Ich werde aber die roten Trikots anziehen, da die furchteinflößender sind. Oh, die haben Seat-Werbung drauf. Gut, dass ich mir einen Seat kaufen will. So, die Aufstellung können wir eigentlich so lassen. Wir haben ja nur die Innenverteidigung ein bisschen rotiert das letzte Mal. Toni Kroos ist auch relativ schlecht dran. Der hat ja auch sauschlecht gespielt. Varane hat aber gut gespielt. Dann können wir den vor Boateng mal spielen lassen. Ansonsten brauchen wir keinen auszuwechseln. Gibt ja eh keinen, der gut ist ansonsten. Außer halt Robben, aber der ist verletzt noch ewig. So, Weltklasse 5 Minuten Heiter. Im Europark, was auch immer das sein soll. Und Lewandowski, bam, Kopfball, Tor. Boah, jawohl, ich habe das Ding noch getroffen. Nein. Oh, den haben wir getroffen. So. Jawohl, jetzt haben wir alle getroffen. Und jetzt kriegen wir Bonuspunkte. Wie viel haben wir geschafft? Über 10.000, 11.000 sogar. Na, fast 11.000. Jawohl. Jetzt bin ich Ranglisten-Zweiter in der besten Liste. Vor Grenz-LP. Haha. Und dann nur noch Jabbel 87. Den muss ich aus der Freundesliste löschen. Ah, wer immer das ist. So, Braunschweig gegen Bayern, genau. So, das hätte ich schon fast wieder vergessen. Ich muss mal noch vorher was trinken. So, Dalle, auf geht's, Anstoß, FC Bayern München, das hier einstellen und offensiv, komm, wir gehen volle Offensive direkt am Anfang. Also müssen wir drauf losstürmen. Oh, Alaba ist schon durch und jetzt auf Ribéry, nein! El Abdelawi. Auf Krupke, Dennis Krupke. Der 33 Jahre alte Kapitän. Und gibt Abstoß. Warum auch immer, ich war doch als letztes noch dran, aber egal. Abstoß ist Abstoß. Oh, den hat Mandzukic. Jetzt auf Lewandowski. Ja genau, renn. Oh nein, das ist da ist ja noch ein rechter Verteidiger. Correa, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Stand Correa da, also wie Korea. Denken wir einfach, er wäre Koreaner. Oder Koriander. Koriander. Dante, hol dir das Ding. Oh, Kumbela. Jawohl, gut aufgepasst von Varane. Varane geht ab. Durch die Gasse, aber da ist keiner in der Gasse. Mandzukic, Müller, wieder auf Mandzukic. Ah. Die Kameraansicht ist jetzt ganz anders als gegen Dortmund. Gefällt mir gar nicht so. Aber das liegt am Stadion. Wieder Varane. Na, ah, diesmal kommt er nicht durch. So schnell ist er auch gar nicht, der Kerl. Der junge Varane. Raphael Varane. Kumbela. Aber zweikampfstark ist er. So. Eckball für den Gegner. El Abdelawi führt den aus und den müssen wir rauskriegen. Ah, Glück gehabt. So, jetzt Ribéry. Komm, jetzt biete ich mal einer in der Mitte an. Oh, schade. Schweinsteiger geht noch dazwischen, jawohl. Alaba.
Da ist jetzt Mandzukic, aber das bringt nichts. Da ist Müller. Shaqiri. Lahm, 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 Lahm. Jawohl, 1-0. Philipp Lahm, der Stürmer. Jawohl, 1-0, 22. Minute. Ich muss das Zeug mal wegstellen, sonst esse ich noch mehr davon. Bam. Das ging schnell. Und war auch relativ einfach. Aber so großartig offensiv sieht das hier jetzt gar nicht alles aus. So, wieder mehr Shaqiri am Ball. Rüber zu Alaba. Alaba. Flanke in die Mitte, da ist Thomas Müller. Oh, den hat er gut rausgeschossen. So, wieder Philipp Lahm. Wieder ein Tor. Philipp Lahm. Nein, da ist noch ein Torwart im Tor. Diesmal hält er das Ding. Oh, das da war Pech. Ah, Müller, gut so. Oh, und das war schlecht von Müller. Ich habe jetzt gedacht, das klappt irgendwie. Aber hat es leider nicht. So, Jackson. Oh, komm, dranbleiben, Jungs, dranbleiben. Oh, Neuer hält das Ding. Gut so. Ja, jetzt kommt der Gegner auch mal nach vorne. Wir müssen wieder ein bisschen defensiver stellen. Können nicht mehr ganz so offensiv agieren jetzt. Machen wir auch mal. Was ist denn jetzt los? Varane, Schweinsteiger, Dante. Jetzt haben wir auf einmal Freistoß, warum auch immer. Shaqiri, langer Ball. Oh, 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 da steht auf einmal Varane. Was macht denn der Innenverteidiger da vorne? Na, Schweinsteiger, der geht doch dahin. Egal, Ribéry hat das Ding, Müller. Mandzukic auf Shaqiri. Ah, oh, Mist. Ich wollte gerade auf Philipp Lahm weiterspielen. Geht doch einer hin. Varane, jawohl. So geht das, Junge. Jetzt auf Shaqiri. Shaqiri über rechts. In der Mitte ist noch keiner. Kommt mal jemand da. Mandzukic. Nein, nein. Oh Mann, dann köpft das Ding noch richtig rein. Dann hätte es jetzt schon 2-0 gestanden. Wenigstens haben wir es jetzt mal hinbekommen, überhaupt ein Tor zu schießen. So, Lewandowski. Oh, Schweinsteiger hinterher. Nein. Lahm, das ist deiner. Das ist nur deiner. Jawohl. Ribéry. Was war das da für ein Pass? Alaba. Wo bleibt denn Ribéry? Oh, langer Ball rüber. Mandzukic auf Shaqiri. Shaqiri. Komm, Leute. Komm, Junge, geh ab. So, jetzt auf Philipp Lahm. Philipp Lahm, Flanke in die Mitte. Mandzukic war im Abseits. Schade. Sonst wäre das dann nämlich jetzt schon das 2-0 gewesen. Aber das war... Oh, das war gar nicht mal so weit. Hätte da einen kleinen Tick weiter rechts gestanden, dann wäre es kein Abseits gewesen. Und er hätte vielleicht trotzdem so frei gestanden. Ja, Freistoß. Oh, was hat denn der jetzt? Ist der jetzt verletzt? Nö. Nur vorübergehend. So, Dante. Ribéry. Raus auf Alaba. Flanke in die Mitte, da ist Dante. Oh, Mist. Shaqiri. Was ist denn jetzt los? Ah, Halbzeit. Ja, das geht alles so schnell bei 5 Minuten. Da denkt man gar nicht dran, dass man nur noch 5 Minuten spielt. So, da sehen wir die anderen Ergebnisse. Interessieren uns eh nicht. Außer Schalke vielleicht. Toll, jetzt habe ich natürlich nicht drauf geachtet, wie Schalke gespielt hat. Egal, war eh nur Halbzeit. Das kommt ja aufs Endergebnis an. Und Dortmund, das Ergebnis kennen wir ja schon. Und die müssen 2 Spiele verlieren, damit wir überhaupt eine Chance haben. Oder ein Spiel verlieren, 1 unentschieden. Dann wären wir punktgleich. Das könnte sogar noch funktionieren, wenn sie ein Spiel verlieren, 1 unentschieden spielen. Aber das wird auch schon richtig schwer. Das wird richtig schwer. Aber gut, wir können das eh nicht mehr entscheiden. Das ist nur noch... wir können nur noch dranbleiben und hoffen... Der Rest liegt an Dortmund selbst. Oh, daneben gegrätscht. Da können wir nichts mehr machen. Dante, geh raus da, geh raus.
Jawohl, und Einwurf für uns. Gut gemacht, Dante. So, Shaqiri, Dante. Langer Ball raus. Lewandowski geht durch. Ah, Ribéry. Mensch. Ich grätsche immer so in weiser Voraussicht rein, dass ich vielleicht den Ball kriegen könnte. Oh, jetzt Thomas Müller auf Lewandowski. Jawohl, auf Mandzukic. Mandzukic, mach das Ding doch früher rein. Ich hab doch schon länger auf Schießen gedrückt. Mensch. Schweinsteiger, geh ab. So schnell kann er nicht sein. Jawohl, nochmal hinterher. Oh, Mist, Shaqiri springt am Ball vorbei. Aber Lahm hat das Ding. Oh, und dann wieder so ein Scheißpass. Das war nix, das war nix, das war eine Schwalbe. Mensch. Oh, der Schiri pfeift aber auch wieder einen Schwachsinn heute. Raus damit, raus damit. Oh, Dante, jawohl. So, Einwurf für den Gegner. Wir müssen das Ding wieder hinten rauskriegen, weil solange wir nur 1-0 führen, ist es keine sichere Führung. Und bedeutet für mich nur Schmerz und Pein, falls ich denn noch ein Gegentor kassieren sollte. Aber ich würde auch gerne mal wieder zu 0 spielen. Oh oh. Oh oh, raus damit, Varane. Jawohl, der ist so zweikampfstark, da geht das. So, Lewandowski. Lewandowski. Auf Mandzukic. Mandzukic ist durch. Mandzukic. Mandzukic. Nochmal hin. Nein. Geh doch dahin, Lewandowski. Oh. Thomas Müller. Auf auf Mandzukic, Mandzukic, Mandzukic. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt hält er auch noch alles. Ah. Komm, jetzt müssen wir aber auch nachlegen. Ah, jetzt gibt's Einwurf für den Gegner. Mist. Ah. Jetzt haben wir schon so gute Chancen. Varane, oh, das gibt's doch gar nicht. Jetzt hat er ihn, aber nein, immer noch nicht. Jawohl. So, Mandzukic auf Lewandowski. Wie stellt denn der sich auf einmal vor mich? Das macht gar keinen Sinn. Auf einmal ist er vor mir. Das hat echt gar keinen Sinn gemacht. So, Lewandowski auf Mandzukic. Da ist jetzt natürlich keiner. Oh, Lewandowski, geht doch da hinterher. Warum gehen die immer da weg? Oh, faul. Schiri, ey, das gibt's doch nicht. Rechts raus. Links raus auf Ribéry. Flanke. Oh, da ist Mandzukic. Oh, Shaqiri. Shaqiri. Oh, früher schießen. Müller. Mandzukic, faul! Schiri! Elfmeter! Mensch! Er war doch ein Foul! Scheißdreck hier! Alter, Mensch! Gib es doch nicht! So, Schweinsteiger! Auf Mandzukic! Mandzukic, der ist durch, aber da ist noch einer hinten dran, Bikacik. Oh, scheiße. Bikacik. Oh, jetzt aber Einwurf. 21 Tore, Ligaspitze, Robert Lewandowski. Und da kratzt er sich am Rücken, weil er wird gern noch ein Tor mehr schießen. Oh, Ademi. So, Shaqiri. Da habe ich mich jetzt doof dran gestellt, aber ich musste warten, weil sonst... Ja, so geht die Zeit rum. Wir führen ja nur 1-0 und nicht 10-0. Da kann man so ein bisschen die Zeit rauszögern. Oh oh. Lahm, da geht doch dahin. Jawohl. Und jetzt lauf, Lewandowski. Lauf, Mist.
Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh, jawohl. Lauf, Forrest, lauf! Lauf, Robert, lauf! Dante! Auf Lewandowski, der auf Ribéry, aber der geht da nicht hin, der geht da nicht hin. Oh nein! Alaba, was machst denn du da? Oh, Balua, Balua, Balue. Jawohl. 1:0 heißt es am Ende. Das war jetzt ein relativ langweiliges Spiel, muss ich sagen. Aber was machen die denn? Warum freuen die sich denn so? Das wundert mich jetzt. Warum freuen die sich so? Nee, jetzt mal ohne Witz. Warum freuen die sich so? Hä? Die haben noch nichts gewonnen. Das verstehe ich jetzt nicht. Egal, was soll's. Die haben nur die Partie gewonnen. Jetzt habe ich schon wieder nicht gesehen, wie Schalke gespielt hat. Aber die sind immer noch einen Punkt hinter uns, also von daher war nichts Besonderes dabei. Gut, das Einzige, wir haben jetzt die Qualifikation zur Champions League auf jeden Fall geschafft. Aber ansonsten weiß ich nicht, was daran jetzt so besonders war, dass man da so jubeln muss. Egal. Erstmal sehen wir hier, dass wir jetzt gegen Werder spielen und das Spiel von Dortmund ist auch noch nicht ausgeführt worden. Das heißt, vielleicht wird es sogar zeitgleich mit uns ausgeführt. Da bin ich mal gespannt. Dann werde ich jetzt direkt gleich weitermachen und darauf hoffen, dass wir die Partie gegen Werder Bremen gewinnen. So, aber jetzt sage ich erstmal auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Würde mich über eine Bewertung und einen Kommentar freuen. Bis dahin, auf Wiedersehen, euer Alex.